Ärger im Wayward abgeschlossen. Jetzt müssen wir mit dem Kollegen hier reden. Mold. Sind wir aufgestiegen? Level 11? Bei der derzeitigen Situation könnte der Song ein passender Vorwand dafür sein, es ein wenig zu übertreiben. Das Maß, Leute. So, wir müssen nochmal was machen. Nochmal. Musik ist mir immer noch zu laut, tatsächlich. Also beim Quatschen, da ist die Musik schon echt, echt scheiße laut. Ist immer noch laut. Ach, Pip-Boy-Radio, muss ich da unten machen. Boah. Ah. Okay. So. Wir reden jetzt mal mit Mord. Irre. Einfach nur irre. Ihr Vault-Bewohner habt all diese Ausrüstung, aber man wirft euch den Löwen zum Fraß vor. Nun mach dir mal keine Sorgen. Du bist jetzt in guter Gesellschaft. Hier hilft man sich gegenseitig aus. Also, was kann ich für dich tun? Allergien. Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen. Das war ein Witz. Deswegen fällt einem die Nase ab. Ich war draußen, als die Welt unterging. Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs. Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich dieses Grummeln hörte. Und dann spürte ich den Wind. Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen. Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt. Bang, bang, bang. Ich öffnete die hintere Ladetür und dann bang. Dann erwachte ich hinten im Truck. Immer noch am Leben. Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird. Das war an dem Tag, an dem ich zum Ghoul wurde. Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber wenigstens lebe ich noch. Vor allem die anderen Ghouls sind ja auch viel bescheuerter, ne? Nun, es hat seine Vorteile. Tja. Die Strahlung prallt von mir ab wie ein Flummi. Die Wanderung durch eine Einschlagzone ist für mich wie ein Waldspaziergang. Zudem überlebe ich Situationen, die normallos in einen dampfenden Fleischhaufen verwandeln würden. Der einzige wirkliche Nachteil, du siehst es ja, ich bin von Kopf bis Fuß entstellt. Und, nun ja, vermutlich bist du ihnen schon begegnet. Nicht alle Ghule sind bei Verstand. Keine Ahnung, warum einige Ghule verrückt spielen und andere nicht. Doch seit meiner Verwandlung beschleicht mich stets dieses dumpfe Gefühl im Hinterkopf. Und zwar, dass ich Menschen fressen muss. Echt jetzt? Keine Reaktion? Tja, wird's lustig. Aber insgesamt geht das Ghoul-Dasein in Ordnung. Als Lebensstil würde ich es aber nicht empfehlen. Du hast Glück, denn ich bin genau die Person, die dir mit deinem Problem helfen kann. Aber wenn ich helfen soll, wird dich das was kosten. Wie viel denn? Hör zu, ich hab diesen Plan. Du wirst mir helfen, reich zu werden. Weißt du, ach so. Die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer, sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben. Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen. Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rat-anfälligen Haut vorenthalten sind. Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe. Und du wirst das Ganze für mich testen. Ich habe diese Holobänder aufgenommen. Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß. Hör sie dir mal an und lass mich wissen, was du von ihnen hältst. Was war denn das auf Englisch jetzt? Wirklich? Danke viel. Ich meine, danke. Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast. In Ordnung? Gab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest? Glückwunsch, dass du etwas so Offensichtliches erkannt hast. Das Leben hier ist kein Zuckerschlecken. Lass dir das lieber eine Lehre sein. Ich hab keinen. Ich bin unabhängig.
Wenn die Leute hier was brauchen oder irgendwas erledigt werden muss, wo Strahlung im Spiel ist, kommen sie zu mir. Die Strahlung? Ha, kann mir nichts mehr anhaben. Und im Gegenzug lässt Duchess mich trinken, auch wenn ich nicht gleich zahle. Das beste Arrangement, das sich jemand in meiner Situation wünschen könnte, ist die Bänder was abwerfen. Ah, okay. Und ein andermal. Ich muss doch was lesen. Brauch ein Waffenwerk mal in deinem Camp, um Gegenstände zu verwerten. Alles klar, machen wir sofort. Kann ich hier irgendwas abziehen? Klemmbrett brauchen wir nicht. Aschenbecher, Bierflasche ist leer wahrscheinlich. Ja, gehen wir mal hier rein. Warum quatsch ich denn jetzt so viel? Ja. Freiwilligenprogramm für Responder, fortgeschrittenes Training. Ein Lager errichten von Miguel Caldera. Ausnahme Roboterprogrammierer. Teil 1. Den perfekten Ort für das Lager finden. Nachdem sich die Welt nun verändert hat, ist es schwierig, sicher zu bleiben. Früher war Campen absolut sicher. Naja, außer es gab starken Wind. Heutzutage ist nichts wirklich sicher. Selbst in einem Lager kann einem etwas zustoßen. Der perfekte Ort ist mittlerweile egal. Es dreht sich alles um die Verteidigung. Okay, das war's schon. Man kann in der Nähe von Leuten bauen, denen man vertraut und die einen beschützen. Oder Dinge bauen, die einen beschützen. Kein Problem. Das kann jeder. Nicht vergessen, Lager sind mobil. Wir alle sind jetzt Entdecker, die in einem seltsamen Land voller Abenteuer, Staunen und Gefahren ihr Lager aufschlagen. Schlag es also oft auf und ruh dich gut aus. Vor dem Krieg wollte ich mich zur Ruhe setzen und nur noch campen. Jetzt kann ich das jeden Tag tun. Immer. Ein Traum ist wahr geworden. Man soll das tun, was man mag, oder? Also, komm in mein Lager, dann zeige ich dir ein paar Knoten und Aufbautechniken. Außerdem erfährst du, wo es nützliche Vorräte gibt. Viel Glück, Freiwilliger. Wunderbar. Wir wollten aber die Notiz hier durchlesen. Wie komme ich denn in mein Camp rein? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich muss... Geh mal raus. Ich muss in meinem Camp... Ach so, ja, ja. Jetzt verstehe ich's. Ich war noch nie wirklich der große Bauexperte. Habe ich nie wirklich gecheckt irgendwie. Ich würde sagen, wir suchen uns auch mal ein schönes Örtchen für unser Camp. Es wird langsam soweit. Am besten wäre es ja irgendwo hoch hinaus. Irgendwo oben. Ja, ja. Aber. Spring. Da oben auf dem Felsen. Eventuell. Oder es ist ein bisschen dunkel, deswegen ist das irgendwie schwer zu beurteilen, wo eine gute Stelle ist. Was
Was haben wir hier? Was ist das? Ist hier irgendwas? Nee. Schauen wir mal nach vorne. Da ist ja auch noch ein bisschen... Was ist das? Baumstamm. Sammeln. Aha. Kann man hier auch Bäume fällen oder so? Habe ich keine Ahnung mehr. Also komplett in der Wildnis? Oh ne, da hinten sind die Kackviecher. Was ist denn das da für ein... Wie bücke ich mich denn? Achso, okay. Was ist das hier für ein Ort? Das River George Resort. Hier ist ein Spielplatz. Wäre cool, wenn ich das hier so direkt in diesem Resort machen könnte, mein Camp. Das sind diese fetten Viecher, ey. So. Nee, muss ich wohl durch die Tür gehen. Ein verbrannter Ofenhandschuh nehmen wir mit. Ist gut für die zukünftige Küche. Rangerhut. Auch so ist ein Junge. Kann nicht ausgerüstet werden? Ist doch ausgerüstet, siehst du doch. Ach, hier wollte ich ran. Stimpak, Red Eggs, abgekochtes Wasser. Ja. Also ich muss mal eben gucken, was für Waffen ich denn noch am Start habe. Habe ich da irgendwas Fetteres? Pumpgun, Junge. So, ihr Bitches. Wo seid ihr denn? Ich muss doch mal näher ran, ne? Lief doch, ganz gut. Wo ist der andere? Der ist einfach wieder zurückgelaufen, oder was? Moin Chef. Das sind zwei. Fuck. Komm da. Junge. Stufe 11. Jawohl. Ja, ich wollte hier mal... Ach, da sind noch mehr von den Viechern, ne? Habe ich doch gerade eins gesehen. Da drin in dem Gebäude. Oder? Jo. Komme ich aber nicht rein.
Hey, wo willst du hin? Ey, der trifft ja gar nicht. Oh, shit. Wir haben Revolver. Muss ich da noch irgendwie rein? Weil es war der King auf diesem Meyer-Look. Oh, diesen Weichpanzer Miro-Look. Miro-Look. Ich komme hier nicht rein. Oder? Hier? Komm, irgendwie reinbacken oder so. Wie sind die denn da reingekommen? Irgendwas übersehen? Von unten vielleicht. Ja, da ist irgendwas. Das muss ich dann nur irgendwie durchflutschen. Hier stand doch gerade irgendwas. Leuchtender Pilz. Nee, das sie ist, glaube ich, nicht sehr gesund. Der leuchtende Pilz. So, wo bist du, King? Hier. Terbeere. Aha. Becken, was ist denn da drin? Ach, schmutziges Wasser. Ja, das brauche ich nicht. Könnte ich denn hier rein theoretisch mein Camp? Hier könnte ich es auch hin verlegen. Geiler Scheiß. Aber hier ist natürlich nicht so. Würde ich es eher weiter vorne hinpimmeln. Weil da noch eine gerade Fläche ist, wo man auch noch was bauen kann. Und hier ist eher alles so ein bisschen verwuselt und durcheinander. War denn das hier vorne, war das, ne? Die Viecher kommen auch nicht wieder, oder? Mal sichern, ob hier alles easy ist. Uns hier hinpflanzen, damit schöne Aussicht. Ich weiß es nicht. Hier so direkt vom Pool machen wir jetzt einfach Camp verlegen. Geht das nicht? Oh, du Arsch. Ich dachte, das geht. Abbrechen. Ja, dann ziehen wir mal von dann, ne? Sag Kacke. Ich dachte, ich kann das Gebiet quasi direkt nutzen hier. Hätte ich vorher wissen müssen, tatsächlich. So, oh, da ist, Oh. Du blöder Hure. So, noch mehr? Wichser. Noch mehr. Headshot. Ich komm, wir nehmen einfach alles mit. Ich will am liebsten alles mitnehmen, was ich finde, ne? Das ist so schlimm. Es tut einfach im Herzen weh, alles zurückzulassen hier, wenn wir nicht so viel Silberteller nehmen, natürlich. Was war hier? Aufbereitetes Wasser. Trinken. Essen müssen wir mal. Essen, essen, essen. Gibt's hier auch was? Kühlschrank schließen. Schimmliges Essen. Weg damit. Ah, bringt recht wenig. Gucken wir mal im nächsten Gebäude.
So viel, wie sollten wir um die Schrotflinte wieder nehmen. Hier. Sinken da runter. So ein Rührstab, Kack. Fancy's Ladies Let's Go. Rattengift nehmen. Whisky nehmen wir mit, Junge. Oh. Hey. What the fuck? Läuft er einfach an mir vorbei? So unauffällig. Oh. Du Wichser. So, hier. Hallo? Nein. Nein. Hier unten ist das so ein First Aid Scheiß. Mann, da war doch was. Hallo? Hallo? Na, ja, vor Kriegsgeld. Kissen nehmen wir auch mit, Junge. Was ist los? Oh. Oh, fuck. War ich offen? Nee. Ja, fuck, den Scheiß komme ich noch nie. Zuckerbomben. Essen, Junge. Was ist los? Ja, ziehen wir weiter, ne? Was sind wir denn jetzt mittlerweile auf der Map? Weil ich glaube, das Camp sollte jetzt nicht so weit ab vom Schuss sein. Ja, gut, ist relativ mittig gelegen, ne? Soll das hier sein? Truthahn oder was? Da oben eventuell. Gut. Hier ist so ein kleines Brückchen. Aber auch sowas. Das ist, glaube ich, nicht sehr gesund, wenn man da durchläuft. Ja, dachte ich mir schon. Hier ist so ein Kletterpark. Führt der auch irgendwo hin? Irgendwo, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich mein Camp hinpflanzen soll. Dann laufen wir mal runter. Nicht. Ich will halt ein bisschen. Ich kann zwar, hab zwar noch nie irgendwas mit Bauen wirklich gemacht, aber ich will so ein geiles, fettes Ding irgendwie bauen. Da habe ich voll Bock drauf. Das soll halt so eine gerade Fläche sein, weißt du? Da oben. Da will ich hin. Das sieht schön aus. Na, dann nehme ich doch dieses Brückending da, was da oben ist. Fußblume. Wo? Das. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mit. Oh, hi. Ihr Pisser. Der hat einen roten Teller. Der hat Red Away. Red Away. Wo sind wir jetzt? Die Brücke ist die hier, ne?
Da oben rechts.